Apoll. Apoll ist in der griechischen Mythologie der Gott des Lichtes, der Gott der Heilung, der Gott des Frühlings. Apoll ist auch der Gott der sittlichen Reinigung und Mäßigung. Apoll ist auch der Gott der Weissagung und der Künste. Dem Apoll zugeordnet ist außerdem die Musik, Dichtkunst und der Gesang. Zusätzlich ist Apoll auch der Gott der Bogenschützen. Apoll wird manchmal aber auch als Gott des Todes bezeichnet, aber insbesondere später ist Apoll, man könnte sagen, der reinste unter den griechischen Göttern. Apoll gibt es schöne Tempel, auch das Orakel von Delphi war ihm geweiht. Apoll war der Sohn des Zeus und der Göttin Leto. Er gehörte mit seiner Zwillingsschwester Artemis zu den sogenannten Olympiern, den olympischen Göttern, also den 12 Hauptgöttern des griechischen Pantheons. Apoll wird in vielerlei Hinsicht als ein Aspekt von Spiritualität gesehen, nämlich im Yoga würden wir sagen, die sattwige Spiritualität, man würde auch sagen, die rechthändige Spiritualität, im Unterschied zu Dionysos. Dionysos ist der Wilde, der Ekstatische, der, man kann sagen, eben tatsächlich der Wilde. Es gibt ja auch das Konzept der heiligen Narren. Es gibt aber auch eben das Konzept der ruhigen, gelassenen Hochspiritualität. So verkörpert Apollon die ruhige, gelassene Hochspiritualität.